Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir stechen in See und fahren jetzt tatsächlich auf die Insel der Diebe. Wir schauen mal, was uns dort erwartet. Schwein! So, wir nehmen dich mit. Und gehen jetzt tatsächlich an Land. Ich habe hier zwar überhaupt nichts zu erledigen. Und deswegen bin ich ja schon mal gegangen. Aber wir werden jetzt mal ein bisschen hier rumstöbern. Wir finden bestimmt die ein oder andere Quest. Könnte ich mir vorstellen. Wir könnten noch mal gucken. Ich müsste ja ein paar... Müsste ich haben. Benutzen die Plunder. Plunder, Plunder, Plunder. Plunder, danke. Wer sagt, geht doch. Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Wow. 5 Muscheln aus einem... Also, gute Ausbeute, ne? Na, wer bist denn du? Homie, komme mit Granne Bodo. Homie Halbo, Murks Atinifu. Ich verstehe kein Wort, Kleiner. Oh, Ulvi Gaga spricht ab jetzt deutlicher. Dann, Homie, verstehen, was Ulvi wollen. Viel Ärger auf dieser Insel. Gno in Gefahr, Kobolde böse. Ulvi wollen kämpfen, doch Khan verbieten. Fremden ist es verboten, sich außerhalb der Palisade zu bewegen. Wer ist Khan? Khan Matar Alagno. Sehr weise. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ihn auch aufsuchen. Ist wichtig, dass Homie mit ihm spricht. Dazu du folgen Palisade, bis du kommst zu Gnomdorf. Dort wirst du ihn finden. Er steht meistens in Mitte von Dorf. Ihr habt ein Koboldproblem? Jip, jip. Kobolde machen schöne Insel kaputt. Viele Bäume nicht mehr an ihrem Ort. Und sie klauen besondere Dingi von Gnu. Jetzt Geister von alten Gnomschamanen verwirrt und kämpfen an der Seite von Kobolden. Doch ihnen darf nichts geschehen, sonst wird unser Volk untergehen. Die Kobolde beklauen euch also. Jip, jip. Ulvi nicht viel weiß darüber. Nur das eines von besondere Dingi ist großes Rohr mit Linse drin. Wenn du findest Rohr, bring ihn zu Khan. Warum verbietet ihr Khan zu kämpfen? Khan gesagt, dass alle Gno sterben, wenn Ulvi greift Kobolde an. Ulvi nix möchte sterben, Homie. Darum nur bewachen Palisade. Nix Klopper, er gesagt. Dann ist es wohl besser, nicht unüberlegt zu handeln. Jip, jip, schlauer Homie. Am besten du besuchen Khan, denn große Gefahr lauert in Nähe. Kobolde haben viele Lager errichtet, auch hier im Norden. Niemand darf sich ihnen nähern, auch nicht deine Begleiter, Homie. Wir sollten uns das nördliche Koboldlager vornehmen. Khan hat aber verboten. Du schon vergessen? Wir Gno sterben, wenn du Kobolde angreifst. Na schön, dann bring mich zu Khan. Hier entlang, Homie. Ich will die ja nicht hier, ne? Wir machen das mal ganz so, wie sie es möchten. Kein Problem, das ist ein Affe, ne? Blemo, Krito, weg da! Ist ausgewichen, die Sau. Daneben geschossen, so blöder Käse. Diese Affen gehen mir immer noch auf den Keks, ne? Attacker! So. Krallen und Zähne kann ich verkaufen, weil ich mache keinen Alchemie-Scheiß. Alchemie-Scheiß schon auch noch, ne? Moment, warte mal kurz. Wer ist denn hier? Wer bist du? Aktu, Homie. Dieser Gno hat viele eure Sorte getroffen auf seinen Reisungen. Hoffe, du willst diesen Gno nicht verkaufen. Was? Warum sollte ich dich verkaufen? Andere Homies haben es versucht auf meiner großen Reise. Ihnen geht es jetzt nicht mehr gut. Jetzt dieser Gno ist zurück von großer Reise und bewachen Kawa seiner Mitgno. Er ist jetzt erfahren im Kampf. Trotzdem sehr gefährlich hier. Brauchst du Hilfe? Kalil hat Auftrag von Khan bekommen, das Aurikulki aus dem westlichen Koboldlager zu holen. Eigentlich war das Aufgabe von Namik,
aber Nabik nie ist zurückgekommen. Das ist großes Kaka, weil dieser Gno hier nicht weg kann. Kalil muss Eingang bewachen. Erzähl mir mehr über die Aurikulkis. Aurikulki sind wichtige Dingis. Jeder Gno sammelt in seinem Leben ein Aurikulki. Wenn du mehr wissen möchtest, rede mit Kahn. Die Bolde im westlichen Koboldlager haben den Schädelmacher unseres Schamanen Wesi geklaut. Wir brauchen Wesis Aurikulki unbedingt zurück. Ich werde für dich das Aurikulki holen. Was? Warum sollte Homi das tun? Sag du es mir. Pass auf, Homi. Bringe das Aurikulki zu Kahn. Dann gibt dir Kali eine Belohnung. Alles klar. Hat Homi schon mit Kahn gesprochen und kennt das Problem? Von welchem Problem redest du? Homi darf sich auf keinen Fall sehen lassen. Wenn du die Kobolde einfach tötest, werden wir Gnome sterben. Geh am besten zu Kahn ins Lager. Er wird dir alles erklären. Wie komme ich ungesehen in das westliche Lager hinein? Gehe geradeaus durch das Tor Richtung Westen auf das Lager zu. Vor dem Lager biegst du links ab. Ich glaube, Nabik hatte vor, sich von oben mit einer Liane abzuseilen. Homi kann auch versuchen zu springen. Vielleicht findest du Nabik auch unterwegs. Er hatte sich einen Plan aufgeschrieben, wie er das genau machen will. Möglicherweise kann er dir helfen. Na dann. So, wir reden aber erstmal mit dem Kahn. Hopp, Homi! Wir fast da, Homi! Dann lass uns weitergehen. Jip, jip. Immer später, nix Slova. Mir nach! Immer später, nix Slova hier. So, ah, da sind wir schon, ne? Kennen wir ja noch aus dem zweiten Teil, wo wir gestrandet ich meine, sind. Ich mag ja Gnome echt gerne. So, wer da? Luki, Luki! Danke für die Führung, Kleiner. Nix zu danken. Ulvi immer helfen. So, reden wir erstmal mit Nanook. Ein Homi. Ein echter Homi. Meinst du mich? Jip, jip. Ich noch nie gehandelt habe Dinge mit echtem Homi. Du bist Händler? Jip, jip. Nanook nur die besten Dinges in seinem Lager. Ich dir verkaufen gegen Glitzer-Dinkies. Tredo, tredo. Lass uns, ich beklau den Mann nicht. Die Armen, die Gnome mag ich dafür so sehr. Die sind süß irgendwie, ne? Lass uns Tredo machen. Lass uns Tredo machen. Jip, jip. Jetzt fing die falsch an. So, pass auf. Streitkolben will ich aber nicht haben, weil es ist, glaube ich, eine Einhandwaffe, ne? So, wobei. Die macht gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte, okay. What the fuck? Ich habe leider nicht mehr genug Gold. Aber das ist überhaupt kein Problem, denn ich will nämlich eigentlich auch eher verkaufen als kaufen. So, pass mal auf. Wir sind bei Ausrüstung. So, die Stoßklinge, die kann weg, ne? Das Fechtschwert kann weg. Das Magierflorett behalten wir, weil das ist schon eine gute Waffe. Dafür geht der Krummsäbel weg. Guck mal, hier können wir quasi, zack, Eisenerz habe ich nämlich genug. Meißel habe ich gar keinen, dann könnten wir das nämlich verbessern, die Waffe. Was brauchen wir hier? Ein Golderz bräuchte ich nur noch. Und dann kann ich, Alter, gutes Ding. Blaues Feuer zeugt von mächtiger Magie. Können wir die Azurklinge machen? Azur, Azur. Ich brauche einen Golderzklumpen. Dann bräuchte ich zwar noch... Warum macht die Pistole... Plus 10. Hä? So, was macht der Krummsäbel, wenn ich den nehme? 20 bis 55, das ist aber besser, ne? Aber, Hallöchen. So, das Entermesser hauen wir, glaube ich, weg. Die Piratenbüchse war die, die wir behalten, ne? Ja. Wobei, naja, egal. Jetzt ist er weg. Die Bronzeknarre. Ich könnte auch die anstatt der behalten, nur die ist aber mehr wert, ne? Die sind beide gleich. Wobei, nee, das gibt mir noch kritische Treffer. Die Piratenbüchse weg. So, ja, die Kleidung, ich weiß nicht, soll ich die behalten? Ich trage keine, ich mach die weg, ich trage eh keine. Speerrüstung weg. Morgens Hose, Nietenhose kann einmal weg. Magie.
Wobei, Magie behalte ich alles, da werde ich mal nichts verkaufen. So, was haben wir denn hier alles? Das behalte ich alles. Plunder. Plunder habe ich aber schon einiges, was weg kann. So, lass mich mal kurz gucken. Handspiegel. Cool, wenn in den Händen kann sich da ein Spiegel, finde ich schon mal nice. Schmiedehammer behalten wir, die Goldpfanne behalten wir, das Messer. Können alle weg. Löffel können weg. Krug auch. Gabel, die Schädel können weg. Dietrich behalte ich, Spitzhacke behalte ich, Schaufel behalte ich, die Pläne natürlich auch. Die geben wir nicht weg. Zucker behalten wir auch erstmal auch. Merkwürdiges Ding, ein Gieraffe. Ich weiß nicht, ob man damit noch irgendwas anstellen kann, deswegen behalten wir das einfach mal. Schattenzepter. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal, aber jetzt erstmal nicht. Affenschädelchen, was ist das? Weg. Zulu, ne? Ah, für Tränke, okay. Das kann, die Augen können weg. Die können weg. Zähne. Weg. Zungen. Das Ding ist, ja, mache ich. Ach, ich verkaufe die einfach. Ich verkaufe jetzt auch die Kackhörner. Ich brauche mir eh keine Tränke. Wer macht sowas schon, ne? Jadestein. Genießt unter Eingeborenen einen hohen Wert. Weiß ich nicht, ob ich es vielleicht noch brauche. Hiervon haben wir richtig viel. Diamant. Lupenrein und Serfort lässt das Herz eines jeden Händlers höher schlagen. Ich weiß halt nicht, ob man das noch brauchen kann. Das ist so... Die Maske können wir auch behalten. So. Ja, verkaufe ich. Die behalten wir mal. Das geht weg, das geht weg. Ein Silberbecher geht weg. Die Perlen können alle weg. Golderz behalten wir natürlich, so. Ja. Ich denke mal, das reicht erstmal. Ich vermute mal, er wird sowas nicht haben wie Golderz, ne? Schade. Stimmt, das meiste, was er jetzt hat, ist von uns. So. Und tschüss. Und dann reden wir mal mit Khan. Ein Mensch? Auf meiner Insel? Ein gutes Omen. Vielleicht kann mein Volk gerettet werden. Omen? Was für ein Omen? Der große Vogel hat zu mir gesprochen. Er sagte mir, dass ein Homi kommen wird, wenn die Not am größten ist. Ihr steckt also in der Scheiße. Scheiße? Ein wunderliches Wort. Aber ja, bald wird es uns Gnomen nicht mehr geben. Die Kobolde wollen unsere Insel zerstören. Was ist dein Problem? Mein Problem? Du verstehst nicht. Es ist unser aller Problem. Die Kobolde sind über diese Insel gekommen und haben unsere Aurikulkis gestohlen. Was hindert euch daran, sie zurückzuholen? Wir sind klein an der Zahl. Kämpfen liegt uns nicht. Doch selbst wenn wir kämpfen könnten, gäbe es da noch ein Problem. Wenden wir Gewalt an, um unsere Aurikulkis zurückzuholen, wird der große Vogel uns bestrafen. Durch den Diebstahl der Aurikulkis haben sich die Seelen unserer Schamanen verfinstert. Ihre Geister kämpfen nun auf Seiten unserer Feinde. Wir dürfen sie nicht attackieren. Ich werde dir die Aurikulkis bringen. Nein, nein, das kann ich nicht zulassen. Du würdest Gewalt anwenden, um sie zu bekommen. Nur jemand, der sie unentdeckt den Kobolden stehlen kann, ist diese Aufgabe würdig. Ich bin der Richtige für die Sache mit den Aurikulkis. Nun gut, deine Sturheit übertrifft sogar die der Gnome. Aber bedenke, tötest du einen von unseren Schamanengeistern, bevor du mir sein Aurikulki gezeigt hast, wird mein Volk Schmerzen leiden. Ich werde allerdings nur dich mit dieser Aufgabe betrauen. Deine Freunde müssen von den Lagern fernbleiben. Was hat es mit dem großen Vogel auf sich? Er ist der Hüter des kleinen Volkes. Wenn wir nicht mehr sind, geleitet er uns auf die andere Seite. Aber wenn wir ihn erzürnen, wird er seine Federn lassen. Ohne ihn ist der Weg in die nächste Welt versperrt. Wegen der Aurikulkis. Wo soll ich nach ihnen suchen? Es gibt außerhalb der Palisade 4 Lager der Kobolde-Homi. Sie sind im Norden, Osten, Westen und Süden. Dort wirst du jeweils ein Aurikulki finden. Jedes Aurikulki
wird von einem fehlgeleiteten Schamanengeist meines Volkes bewacht. Erhebe unter keinen Umständen das Schwert gegen sie. Ich habe 4 Gnome entsandt, die Aurikulkis zurückzuholen. Ulvi, Namik, Meli und Famir. Wenn du sie triffst, werden sie dir mehr über die jeweiligen Koboldlager erzählen können. Warum kann ich die Schamanengeister nicht einfach töten? Die Aurikulkis der Schamanengeister sind mit unserem Volk verbunden. Doch sei vorsichtig und versuche unbemerkt zu bleiben. Die Augen des großen Vogels sind auf dich gerichtet. Okay. Dann wollen wir doch mal. Kobold-Invasion, die große Reise. Ich habe auch nur 2 davon, verdammt. Kann ich mir nicht einfach sagen, wo die sind? Ich meine, hallo? Ah, das sind aber 5. Wollte ich nur mal so sagen. Okay. Wenn ich... Ach komm, wir machen jetzt einfach hier. Wir versuchen es einfach mal. So unentdeckt bleiben ist ja nicht unbedingt mein... Nimak, wer ist denn Nimak? Du komm auf Insel von Gno? Nimak Zivak. Du haben keine fürchterliche Angst vor uns, Gno? Warum sollte ich Angst haben? Wegen Taki. Wenn Gnome klauen, sie klauen mit Grund. Du klauen vom Richtigen und geben dem Falschen. Du kannst bringen Imperien zum Sturz. Die ganze Welt ist auf die Glücklichkeit der Gno angewiesen. Wenn wir nicht glücklich, wir könnten vernichten die Welt. Etwas klauen hier, etwas geben da und schon tun sich alle hassen und wir Gno die Gewinner. Das hast du dir so ausgemalt, hm? Ich sage Wahrheit, Omi. Du dich besser vorbereiten. Wie kann ich mich vor euch schützen? Wenn du nicht wollen beklaut werden, du musst werden selber zum Klauer. Wenn Homi ein guter Thief werden will, er muss beachten verschiedene Dinge. Du darfst nicht sehen die Tasche, die du willst beklauen. Du musst werden die Tasche. Wie Wasser. Du Alles musst klar. sein wie Wasser, mein Freund. Ein guter Thief sein ist Kunst, Homi. Kunst, die ich dir kann beibringen. Danke. Sehr nett. So, wie gesagt, wir werden es mal versuchen. Ja, ich muss unentdeckt bleiben, das könnte schwierig werden. Ach, hier, stimmt, hier gab es so dieses eine Vieh, das war das nicht so? Ich weiß nicht, ob die Insel jetzt anders ist, wahrscheinlich. Komm, den hauen wir jetzt nochmal schnell weg hier. Den alten Sumpfgolem. Ich werde mich mal hinter ihn porten. Dann gibt's ein bisschen was auf dem Popo, mein Freund. Ha! Ausgewichen. Oh. Warte. Bam. Tot. Juhu! Ei. Ach nee, ich dachte Gold. Golem-Herz. Achso. Oh! Auch mehr Golems. Hier ist ja überall Gold. Warum liegt hier überall Gold rum? Was ist da los? Na weg, ich muss die Münzen sammeln hier. Okay, noch ein Golem. Ich glaube, der arbeitet mit den anderen da zusammen. Kann es sein? Weiß ich nicht. Wäre aber durchaus denkbar. Ja, brüll nicht mich an, brüll woanders hin. Wie kann ich da daneben schießen, ey? Ich weiß, ich frage es mich immer wieder, aber es ist auch immer wieder verblüffend. So, tschüss. Gold. Ach so, die haben das Gold verloren wahrscheinlich, ne? Tja, das Ding ist, ich komm ich hier auch wieder hoch, ja, ne? Mal kurz gucken, weil das ist nämlich hier irgendwo, das ist doch hier oben drauf. Also ich würde eher sagen, das ist oben, ich muss hier gar nicht runter. Aber könnte mich durchaus auch irren. Ja, von hier komme ich da auf jeden Fall nicht hin. Ich bin auf jeden Fall... Nee. Da oben. Ha. Okay. Die Frage ist natürlich, wie kommt man da oben hin? Ich hab keine Ahnung. Irgendwo anders lang wahrscheinlich. Irgendwo anders lang. Vermutlich.
Gibt's hier irgendwie... Oh, hier ist noch mehr Gold. Die Goldmünzen wollen natürlich mitgenommen werden, das ist ja klar. Okay, hier bin ich nämlich falsch. Das ist natürlich blöd. Ha. Ah, hier, guck mal, hier kann ich hochklettern, das ist klar. Dann werde ich das mal tun noch. Ja. Als letzte Amtshandlung in dieser Folge. Ach komm, die anderen Brocken können wir auch noch kaputt hauen. Und in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall schauen, wie wir das mit den Kobolden hinkriegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin, haut rein.